Weiter geht es mit einer neuen filmischen Folge Dead Island 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer brachialen Bewertung unterstützt haben. Wir machen natürlich weiter und wie immer heißt es, ihr wollt supporten, dauert nur ein Sekündchen, Bewertung reindrücken, gerne auch kommentieren. Habt ihr eigentlich schon mal eine bessere Waffe gefunden als Lila? Es gibt bessere, oder? Ich wette, es gibt Orange. Es gibt irgendwie... Obwohl, das ist ja jetzt schon eine einzigartige, die wir hier schwingen. Das ist ja die von Mr. Hollywood. Die man über die Quest bekommt. Ist aber auch leider nur lila. Ne? Schade. Aber besser haben wir noch nicht gefunden. Nämlich die hier. Die alte Peggy Sue. So, wer motzt? Wer will auf die Schnauze? Erstmal hier ein Medikit mitkriegen und... ein bisschen Kram. Ja, wir brauchen jede Menge Kram. Was wir halt machen können, Geld verdienen und die Shops leer kaufen. Ich weiß halt nicht, wie die sich wieder auffüllen. Chemikalien sind gerade gut im Kurs. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier? Ja, die Knarren verkaufe ich eigentlich lieber. Was kommt denn? Okay, wir recyceln mal das da. Schrott, ja, Schießpulver. Chemie haut's halt nicht rüber, ne? Leider nein. Leider machst du da nicht irgendwie dir ein bisschen Chemie zurecht, was echt schade ist. Bowsy? Mother effing Bowsy? Komm schon, Bro. Uncool, Alter. Yo, hey, you down there. Hannah sends you. Can you clear out these deadheads so we can talk? Klar, Zombies dezimieren kann ich immer. Bin der Beste darin. Boah, geil. Irgend so ein World War II Filmset. Alright, das ist doch ein Spucker da vorne, ne? Das ist ein Spucker, meine Freunde. Mr. Rotz und weg. Boah, die Waffe ist auch richtig strong. World War II Zombies. Boah, der hat wieder Maden. Der hat wieder irgendwelche Maden in sich drin. Boah, Alter, ist das grob. That's what I'm talking about. Hey, Hannah said to expect you. Up here. You must be Bowsy. Give me the gem, fella. This is where the FX controls are. Thing is, when I climbed up here, I didn't notice that I had half a starlet with her teeth sunk into my shin guard. She chewed through a bunch of wires trying to get at me before I finished her off. Rob, I get it. We're all lonely. Your personal life is none of my business. The obnoxion here is that I'm trying to reverse engineer the setup they have for these D-Day effects. But they're all tangled, and I've already set off one quiet onset alarm and a random blast. So now we have unwanted extras pouring in, including a big, gross, postulate fucker. You should have thought of that before you started romancing his girl. Okay, I'm kidding. What's the plan? There are some mortar controls in the Sanger at the top of that hill, I think. Between those and the stuff up here, we can probably make the beach a dangerous place to be for the zombies. But maybe stay up there, because I don't want to trigger something by accident and, like, blow your legs off. Noted. And great plan. Let's light them up. I think I hooked up a trigger for some mortars. Either that or smoke. Can you try one of those switches out and see if it worked? Mach ich, mach ich, mach ich. Alles easy, Bruder. Alles easy. Now we're cooking. Ah, shit. More extras coming. Stay up on that hill. Darf ich fetzen? Was bringt das hier? Alright. Mehr Schauspieler.
klar. Das hier sind alles nur Schauspieler. Was denn auch sonst, oder? Call of Duty lässt grüßen. Keep it up. But there's more coming, so watch yourself. Ey, die sollen ruhig kommen. Mit der Knarre hier, ne? Haust du die weg, wenn du triffst. Left mortars are locked and loaded. Okay, die haben noch Cooldown. Komm schon, mach Bumm da hinten. Wie weit ist der geflogen? Ey, 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 ey. Du bissiger Sack, du. The danger clothesline of mortars is hooked up. Wow. Wow. Easy, Kumpel, easy. Bams. Hat er gerade seine Gehhilfe verloren? Ach so. Nee, das ist... Achtung. Warum explodiert er nicht? Dankeschön. Ich dachte ihm gerade, es wäre eine Krücke oder sowas. Weißt du, so ein Kriegsverwundeter. Boah, siehst du knusprig aus. Ja gut, das bringt mir im Moment nichts. Das sind ja die Hintersten, ne? Gutes altes Barbecue. Und Alter, der D-Day, Baby. Danger close mortars. Ready when you are. Da sind keine Zombies mehr, Kumpel. Ich glaube, ich habe sie alle gekillt. Jupp. Jupp. Alle tot. I see we have a growing audience. Let's have some fun. Doch nicht. Kommen noch welche. Dankeschön. Level 21. Neues Messer, Level 21. Alter, der Dude hat's überlebt. Burn. Burn, baby boy, burn. Set off the right side mortars at will, Sarge. Das ist nicht so gut, Alter. Ich bediene mich mal hier bei der Munition. Oh, Big Boys. Big Gumbos. Oh, die hauen aber raus hier, ne? Yikes. Du siehst nichts, das war nur eine rote Pfütze. The ones along the barbed wire are good to go. Okay, Zombies. Okay, jetzt ist aber mal gut hier. Joink. Plupp. Achtung, Vorsicht. Brandgefährlich. Ich sagte, Achtung, Vorsicht. Ich sagte, brandgefährlich. Alter, wie viele Zombies will der denn noch raushauen, der Dude? Hab ja gar kein Ende. Okay, da kommt noch einer angeschwabbelt. Jetzt aber. Tja, der weiß einfach nicht, wann Ende ist, ne? Der weiß einfach nicht, wann Ende ist. Wo ist der andere dicke Gambo-Mann? Big Gambozo. Woo! Hannah said you were the business and she was right. Stellar fucking work there. Lest we forget, Buzzy. Lest we forget.
And you bought me enough time to make sense out of this spaghetti wires up here. I had hoped your full attention was on blowing shit up near me. But bygones, right? So what's the upside? New ideas and new know-how. Some of which might apply to you, in fact. I've got an idea for something to gussy up your weapons. Nice. All's peachy, that ends peachy. You okay to get back by yourself? Oh, yeah. And the Venice canals are gonna get a lot more dangerous to deadheads as soon as I'm back there. Militärgranate haben wir bekommen und kurze Lunte und nochmal ein Batzen Erfahrungspunkte. Naja. Können die auf jeden Fall mal testen. Wo sind die denn? Wurfgeschosse. Die Sticky haben wir auch noch. Alles rein damit. Auf einmal bekomme ich hier massenweise Level 21 Gramm, ne? So, wie sieht's denn hier aus? Studio 3, da bist du dabei. Guck mal, hier oben ist noch ein Sicherungskasten. Gucken, wie wir da hinkommen. Irgendwo in die Richtung. Okay, let's go. Na, was gab's hier? Was Grünes, Level 20. Was Grünes zum Naschen, ewig nicht mehr bekommen. Okay, ich muss sagen, das Ding hier ist eigentlich geiler als Packy, oder? Das ist richtig strong hier, das Gewehr. Da kann die kleine Packy Sue auf jeden Fall einpacken. Die kleine Packy Sau kann da... kann's voll knicken. Das Ding fetzt richtig rein. Ist halt auch richtig schön schnell unterwegs. Oh, ein Bienenmann. Komm, gib mir Bienenmann-Loot. Nice. Nice, Bienenmann. Nice. Noch ein Bienenmann? Ja, irgendwo ist da noch einer, oder? Immerhin ist hier ein Schwarm unterwegs. Bienenmann! Bienenmann gibt Bienenmann-Loot. Okay, hier ist nochmal eine Werkbank. So, was haben wir hier? Wie oft habe ich dieses Messer denn bitte schön gefunden? Ja, die Gabel ist nicht so geil. Zombieschwert. Hatten wir schon mal ein Zombieschwert? Das hier kann auch weg. Chemikalien, Mann. Ich brauche Chemikalien. Let's get chemical. Chemical. Oi, 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 oi. Oh, wow. Das alles für dieses Ding. Eine exquisite Spitzhacke. Mehr habe ich nicht bekommen. So viel Stress und Arbeit und am Ende nur für eine Spitzhacke. Was ist das denn hier? Ein Diner? Und eine Geldkassette. Ha. Die Studios sind alle durchgestrichen, aber das hier nicht. Bedeutet das, hier geht noch irgendwas, was wir noch nicht wissen? Ist noch irgendwas möglich? Scharfe Klinge. Ja, beim nächsten Händler mal ordentlich reinlangen, was die Chemikalien angeht. Weil man merkt ja irgendwie... War das nicht auch bei Draht im Original? Also in Dead Island 1? Da hatte ich auch irgendwie so ein enormes Drahtproblem immer. Dass ich ums Verrecken kein Draht gefunden habe. Ich habe jeden Kram gefunden, nur nicht diesen... Diesen Standarddraht, den brauchtest du für jedes Upgrade. Also gefühlt, jedes Upgrade brauchte einen so einen Draht. Und ich weiß noch, Betagott und ich haben uns regelrecht die Drahts zugedealt. Ich habe das ja dann nochmal im Stream durchgespielt. Und da hatte ich wieder das Drahtproblem. Aber da habe ich ja einen Trick gefunden. Und zwar war da so eine Location. Wenn man da weggelaufen ist, kam immer wieder zwei Draht. Die lagen auf so einem Tisch. Na, da habe ich die immer wieder eingesammelt. Aber es war so verrückt. Die Standardzutat für einfach alles. War super schwer zu finden.
Geh mal weg hier, Oma. So. Ja, Drahtmangel hast du ja keinen, aber dafür irgendwie einen chronischen Chemiemangel. Bah! Finger weg. Die Tontechnikerin. Ja, ist tot. Und Draht. Eben gerade noch davon gesprochen und schon kriegen wir es. Yikes. Hat jemand davon ein bisschen Chemikalien? Elektroteile. Noch mehr Elektroteile. Home, sweet home. Bye, bye. Mach's gut, Kumpel. Aufgeblähte Milz. Bargeld und Großkalibermunition. So, haben wir hier Chemikalien? Ne, nur ein Knusperriegel. Eine ordentliche Knusper-Mischung. Für den Mund. Bargeld und Stoff. Jo. Venice Beach. 3 Quests im Moment verfügbar. Bisschen tags wieder unterwegs, oder? Ich will wieder ein bisschen tags unterwegs sein. Boah, Alter, der kriegt aber auch hier das Beil reingewürgt, der Kunde. Wie es wohl den Blue Crab Boys geht. Noch am Leben, Jungs? Hey, look who's back! Did you make it to that hotel? The Surly? Oh, ye of little faith. Been there. Had a steam bath, hot stone massage, and a pedicure. Awesome. Hey, when you go back there, take some menus. We could start up a delivery service. Yeah, and who are you expecting to deliver it for you, Kai? I wonder if Nick got out. Friend of yours? May as well be, with how often I topped up board wax at Joe's. Nick ran the smaller one. Ah, Joe's Rentals. You know Joe's real name is Johan, right? Figured people wouldn't want to buy surfboards from a Dutch guy. Yeah, that's because people here are dumb. The Dutch are a proud surfing nation. That can't possibly be true. Nick wouldn't lie to me. Ihr seid auch nur die ganze Zeit hier am Smoken, ne? Was anderes machen die nicht? Hier rumgammeln und smoken. Der Hammer sieht ja mal echt böse aus. Der sieht richtig wild aus. Yo, yo, yo. Bitteschön. Daddy braucht ein bisschen Geld. Ah, du bist Level 20. Ich hätte gerne nochmal so Handklingen halt. Die sind halt richtig gut. Überraschend gut eben. Upgraden. Was machen wir da drauf? Säure. Und ein bisschen Säure spielen. Und schon sind meine Chemikalien wieder alle weg. Was ist das hier? Wenn du einem Zombie Schaden zufügst, hast du die Chance, etwas gesünder zurück. Oh, geil. Aha. Mehr Damage. Ich brauche Chemikalien. Aber die Waffe sieht ja mal ultra geil aus. Die Waffen sehen allgemein sehr, sehr gelungen aus. Hast du zufällig... Du hast Kram. Schrott. Wie sehen Chemikalien aus? Kleber. Metallteile. Stoff. Keine Chemikalien.
Das ist schade. So, gib mir mal die Karte. Angeblich haben wir hier noch Nebenmissionen. Die Frage ist nur, wo? Ah. Alright. Hier ist was. Da flitzen wir mal noch schnell hin, oder? Ey, Bennis, finde ich, sieht mit am allergeilsten aus. Ich finde, das sieht richtig, richtig geil aus, Bennis. Mach doch einfach Bumm. Alter, wie lange kann man denn bitte schön rumeiern? Kurz vorm Platzen, Herausforderung abgeschlossen. Boah, du auch noch. Bitteschön. Autsch. Dankeschön. Eine Giftblase gibt's hier. Wie geil bitteschön der Hai aussieht, ne? Sorry. Wo geht's hin? Alte Polizeistation. Okay. Wo steckt Laura nur? Schön zerrissen, den Boy. Naja, wir haben ja alle Schlüssel, ne? Wir können ja eigentlich reinsteppen. Either empty cell and hope springs eternal. Oh. Autsch. Gibt's hier ein bisschen Chemikalien für einen alten Mann? Sag mal, gibt's hier nur explodierende Dudes? Alright. Wild. Hello, gorgeous. Come to JJ. Jetzt. Danke. Ist ja qualvoll hier drin. Schießpulver, Befestigungsmaterial. Kacke, warum sind Chemikalien auf einmal so selten? Da kommt das alte Drahttrauma wieder hoch. Na gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Ciao.